Hallo, heute möchte ich spontan ein kleines Video machen. Darin erfährst du, welche Bedeutung deine Gedanken haben. Und damit nicht genug. Am Ende bekommst du eine kleine Übung, damit du deine Gedanken auch lernen kannst zu verändern. Deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle. Und deine Gefühle beeinflussen dein Handeln. Und zusammen ergibt sich daraus dann das Ergebnis, was du gerade in deinem Leben wahrnehmen kannst. Wenn du glaubst, du hast eine unheilbare Erkrankung und kannst deswegen nicht mehr am Leben teilnehmen oder irgendwie glücklich und zufrieden sein, wie fühlst du dich dann? Vermutlich eher niedergeschlagen, mies, weniger Lust, irgendwas zu tun. Und genau das zeigst du dann auch in deinem Verhalten. Du tust weniger oder gar nichts, sitzt im Sessel und bist tief davon überzeugt, dass du daran nichts ändern kannst. Wenn du hingegen deinen Frieden gefunden hast, weißt, du hast eine unheilbare Erkrankung. Das ist ja nun die Sachlage, daran lässt sich ja nichts verändern. Aber der Gedanke dabei dann ist, ich habe Parkinson, okay, aber ich kann trotzdem noch aktiv glücklich leben. Dann führt das zu einem anderen Gefühl. Und dieses Gefühl wiederum führt dann dazu, dass du dich eben auch so verhältst, wie du es denkst und fühlst. Du hast Parkinson, du kannst dich schlecht bewegen, du kommst nicht gut aus dem Stuhl, aber du versuchst es trotzdem. Das kann nicht nur alleine dieser Gedanke sein, sondern eben auch ganz viele kleine andere Gedanken, die dich in deinem Handeln blockieren oder eben die deine Gefühle, die deine Stimmung nach unten ziehen. Wie kannst du das ändern? Schau dir deinen Gedanken an. Welchen Gedanken hast du gerade? Welcher Gedanke blockiert dich? Hindert dich am Handeln? Wenn du den Gedanken hast, dann schau doch mal, wie du den Gedanken verändern kannst. Was wäre ein anderer Gedanke? Und welche Gefühle würde dieser Gedanke mit sich nehmen? Und wenn du dieses merkst, dass du da eine Veränderung drin hast, dann bist du einen Schritt weiter. Dann kannst du versuchen, statt den alten Gedanken zu denken, den neuen einzusetzen und dadurch dein Verhalten zu ändern. Dadurch, dass du dann wieder dein Verhalten änderst, verändert sich natürlich auch dein Gefühl. Du fühlst dich besser, du bewegst dich mehr, du bekommst mehr positives Feedback, positive Reize zurück. Versuch das einmal. Probier das heute aus, such dir einen Gedanken und setze ihn um. Wenn du dabei Hilfe brauchst, stehe ich dir natürlich gerne auch mit meinem 1:1 Coaching zur Seite. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald. Bleib fit, trotz Parkinson.